Freunde, es wird Zeit für eine neue Folge Cashback. Alles, was wir öffnen, wird in Geld umgerechnet. Und dieses Geld wird dann im nächsten Opening wieder verrechnet. Ihr liebt diese Serie tatsächlich und der Support ist einfach gigantisch. Da nochmal vielen lieben Dank für das ganze Feedback. Und ich bin ganz ehrlich, mir macht es sehr viel Spaß. Und wenn ich es schaffe, werde ich versuchen, jede Woche eine Folge von diesem Format hochzuladen. Wir haben am letzten Mal ja einen Score von ungefähr 190 Euro erspielt. Das heißt, wir haben das eigentlich fast wieder reingeholt, was wir ausgegeben haben am letzten Mal. Was crazy. Und ich weiß nicht, ob wir das heute wieder schaffen werden. Wenn ja, geil. Wenn nicht, dann muss ich mal gucken, was ich öffne. Ich habe aber diesmal etwas Smarteres mitgebracht. Und zwar ist ja gerade das Set Eevee Heroes total im Hype. Und die Karten haben gerade einen stabilen Wert. Dementsprechend öffnen wir ein Display hiervon, weil wir Chance haben auf seltene Karten. Die ganzen alternativen Karten sind gigantisch teuer. Aber halt auch die VMAX-Karten sind 10, 20 Euro wert. Also 10 bis 15 und die Vs ungefähr 5 Euro. Und wir haben hier Safe Hits drin. Das heißt, wir haben hier eine stabile Basis, mit der wir arbeiten können. Und wir haben hier diesmal glänzendes Schicksal. Glänzendes Schicksal. Der Reprint. Ich habe hier eine deutsche Box, die habe ich mir gekauft. Ganz normal auf Kartenmarke, genauso wie dieses Display hier. Das hat mich ungefähr 125 gekostet und das hier hat mich ungefähr 60 gekostet. Das heißt, wir sind ungefähr auf dem Wert drauf. Ich kann jetzt noch einen Random Booster holen, falls wir gar kein Geld machen sollten, dass ich das noch öffne. Aber das schauen wir mal. Ich würde sagen, wir fangen an. Let's go mit dem Opening. Wir fangen an mit Eevee Heroes, meinem Mitlieblingsset zurzeit. Und das ist tatsächlich auch eines der letzten Displays, die ich gerade in meinem Besitz habe. Eventuell stocke ich da noch nach, aber jetzt auch, wo wir die Nachricht bekommen haben, dass in Eternal Skies, heißt das Set, glaube ich, dass wir dort halt auch die wunderbaren Karten bekommen, also die Eevees. Bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich da noch Geld ausgeben möchte für das japanische Set. Da werde ich dann nochmal... Oh, wir starten gleich mit dem Hit, wie es aussieht, ey. Snack Mac. Dann haben wir hier den guten Bully Bully. Ein VMAX. Hey! Und eine Schneeflocke hier als Trainerkarte. Er ist doch Pool stabil, würde ich sagen. Holy shit, ey, habe ich nicht mit gerechnet. Nee, das Ding ist, Eternal Skies kommt jetzt bald und bringt diese Karten raus. Aber wir wissen halt da noch nicht, ob wir dort alle alternativen Eevees bekommen werden. Und ich möchte ganz gern so viele wie möglich haben. Dementsprechend ist das gerade mein Ziel hier bei den Openings, die ich mit euch mache. Sehr schönes Voltoball-Artwork. I love it. Und die Beauty. Die bitte nicht. Die habe ich jetzt schon dreimal gezogen. Dreimal. Und das Ding ist halt bei so einem Display. Wir haben hier keine Sleeves oder sowas. Wir haben natürlich den Bulk, den wir hier abziehen können. Oh, aber wir haben hier Blitzer, der kleine Verrückte. Und eines meiner Favorite Artworks überhaupt mit dem Strich. Da habe ich auch, und Pikachu haben wir auch. Ich habe von vielen mitbekommen, die gesagt haben so, yo, das ist doch voll lame, das Artwork. Einfach dreimal das denselben Hintergrund benutzt. Und ich so, yo, so habe ich das gar nicht gesehen halt, ne. Es ist halt, finde ich, eine schöne Illustration und eine schöne Idee, dass halt viele Pokémon einfach einem Farbigel hinterherlaufen. Bisher haben wir gute Hits am Start, würde ich sagen. Das gute Sankabu, Pinsy again und die Beauty wieder. Ja, das haben wir aber gleich bei der ETB nämlich nicht. Die ETB ist ein sehr schönes Sealed-Item halt auch. Genauso wie die Eevee Heroes Box. Zoroark haben wir hier in all seinem Glanz und Kangama. Denn wir haben dort halt auch eine Promokarte und Folien und Würfel und alles, was dazugehört. Und ich kann euch sagen, ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächsten Sets, ey. Weil Pokémon macht zurzeit vieles richtig, auch wenn sie einiges falsch machen. Wir haben die Union-Karten jetzt gesehen. Aber selbst die habe ich jetzt erstmal vorbestellt tatsächlich, die Union-Karten. Weil ich mir denke, hey, das ist bestimmt eine coole Sache. Und da würde ich gerne Videos drüber machen, weil ich will gucken, wie die Karten sich anfühlen. Wie die aussehen. Und da in der japanischen Box, wo diese Unique-Karten drin sind, sind sogar Booster bei. Das heißt, dementsprechend sogar hat es einen Grund, sie zu öffnen, sage ich mal. Aber da schauen wir mal. Wir haben ein wunderbares Hydropi. Mag ich auch sehr gerne. Also die Artworks hier drin, genauso wie dieses Entei. Gigantisch schön halt, ne? Bin sehr gespannt, was wir ziehen werden. Also wir könnten ja auch zwei Secret Rares in einem Display ziehen. Ist mir noch nicht passiert bei Eevee Heroes, aber sollte oder ist bei vielen von euch gelungen. Ich habe einen auf Instagram gesehen. Machado und Holo. Classic Artwork. Einer auf Instagram hat mir ein Foto geschickt, wo er sein erstes Display geöffnet hatte. Es war nach Tara VMAX drin, alternativ. Und noch eine Beauty, wie ich das gesehen habe, in Full Art. Also sehr, sehr stark. Da bin ich auf jeden Fall sehr froh. Und ich weiß auch nicht, ob man diese Packs abwiegen kann, weil jetzt halt Co-Karten drin sind. Da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da mehr wissen solltet. Bamon. Meryl. Da haben wir das gute Persian, a.k.a. Wie hieß der Junge noch, Alter? Snubillicat. Snubillicat hieß der, genau. Snubillicat. Cooles Pokémon. Ich mag's. Snubillicat ist einer meiner Lieblings-Pokémon, genau wie Pikachu. Spaß. Wir haben ja einen Aquana in V und Flabebes Weiterentwicklung. Aquana ist mit einer der cooleren V-Karten, aber die sind alle leider nicht so viel. Kann ich euch an der Stelle sagen. Alle so 3-4 Euro oder sowas vielleicht. Aber die nehme ich halt, ne? Wie gesagt, ich sammle die Eevee Heroes Karten. Mir ist es da egal. Viele schreiben auch immer, Zero, es geht hier nur um Centering hier, Centering da, Preise hier. Nö, das Ding ist halt einfach, dass ich mich halt mehr oder weniger weiterentwickle und dass ich solche Kategorien halt super interessant finde. Aber
das ist halt dabei, halt, sage ich mal, ne? Adanestro. Oh, saustark, die nehme ich. Wir haben eine Alternative gezogen und die ist sogar sehr cool. Espeon Folard Alternativ. Schaut euch die an, ey. Die sieht sehr gut aus sogar. Und wisst ihr was? Die ist sogar für unsere Series hier sehr stark, denn die ist ein bisschen was wert, die Karte. Freunde, was soll ich dazu sagen, ey? Diese Karte hat uns gerade fast das Display wieder bezahlt gemacht. Hey. Bisher lebt die Folge Cashback, sag ich mal, durch diese Karte. Ich glaube, das ist so eine 70, 80 Euro Karte. Also dementsprechend sehr gut. Aber die Frage ist, ob wir noch was ziehen können. Level Up Shaker. Erstmal ein Level Up. Oh, wir haben eine Holo-Karte. Okay, es ist... Ja, der gute Boy, der haarige Olanga. Sehr komisches Artwork, als würde er gerade auf dem Klo sitzen und einmal richtig krass drücken. Oder nochmal eine VMAX-Karte müssen wir auch nochmal ziehen. Aber wir ziehen ja erstmal eine V mit Fully Power, passend zu unserer VMAX. Sehr schön, ey. Sehr schönes Artwork. Und ich glaube, das wird auch mit einer, wie gesagt, einer der vorerst letzten Eevee Heroes Openings sein, weil wir haben das Set jetzt schon sehr, sehr oft gesehen in mehreren Videos und Streams. Und ich glaube, ihr habt euch auch satt gesehen dementsprechend. Tut es mir leid, wenn ich euch damit länger oder die ganze Zeit schon auf die Nerven gehe. I'm sorry, guys. Pack fühlt sich dick an. Ist da was drin? Ja, wir haben hier eine Holo und zwar Flawgis. Sehr stark, sehr stark, sehr stark. Und das wunderschöne Voltober. Es sind so viele coole Artworks in diesem Set halt, ne? Das muss man an der Stelle einfach mal sagen, ey. Oh, wir haben hier was. Wir haben hier was. Hm, für die Nara. Sehr schön, sehr schön. Wir haben noch nicht meinen, wir haben nicht meinen Homeboy heute gezogen, ja? Also nach Tara, der hat irgendwie gar keinen Bock. Du, Sylveon in V-Max. Geil. Oh, guck mal hier, schön, ne? Mit einer Fliege, mit einer Schleife mal. Puh, Bruder, der Typ ist auf jeden Fall gut gestylt. Okay, wir haben zwei Packs noch, dann ist das Eevee Heroes Display vorbei. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall gut unsere Puls schon herausgezögert. Ich glaube, da wird nichts mehr kommen. Aber wir haben gleich ja noch einen Banger vor uns und wir beenden es mit einem Zumpex. Sehr cool. Und mit einem Milotic. Sehr schönes Pokémon. Das war sehr stark für Eevee Heroes, würde ich sagen. Das war sehr, sehr stark für Eevee Heroes. Machen wir weiter mit der ETB. Diesmal glänzendes Schicksal. Ich bin gespannt. Wir haben ja ein Buch. In dem großen Buch, wo alles drinsteht. Oh, holy shit, Alter. Woher habe ich den Sketch denn bitte, ey? In dem großen Buch, wo alles drinsteht. Ist das nicht von Stanley? Stanley Kinderserien, Alter. Stellt euch vor, ich werde Stanley von damals. Ganz, ganz kritisch. So, wir haben hier erstmal eine Promokarte drin. Und zwar Eevee VMAX. Sehr schöne Karte. Sieht auch von Centering her sehr stark aus. Ist immer sehr, 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 sehr schwer, eine gute Promo da zu finden. Wir haben natürlich auch Hüllen, die natürlich einen Wert haben und Codes, aber die Codes sehe ich immer nicht. Ich sage immer nur Promo und Hüllen. Das ist am einfachsten zu tracken für den Cutter. Der freut sich jetzt gerade. Da haben wir die Karte in ihrem Glanz. Sehr schön. Ich weiß aber auch nicht, wie viel, also was sie für einen Wert hat. Ich will davon auf jeden Fall ein paar Grand lassen, glaube ich. Und die sieht auch gar nicht so bad aus. Also die Corners. I like it, like it, like that. Und wir haben dann hier die wunderbaren 10 Packs der wunderbaren Edition. Sehr, sehr underrated Set, trotz dessen. Es ist schön zum Öffnen auf jeden Fall. Zum Sammeln auf jeden Fall auch. Shinies, Full Arts, Goldkarten. Hier ist einiges drin. Dementsprechend freue ich mich, dieses Set jetzt mit euch zu öffnen. Aber wir wollen hier natürlich auch unser Konto erfrischen, damit wir uns eventuell mal was Krasses leisten können. Holy shit, Alter. Wir fangen ja an mit einem Banger. Reishiram Amazing Rare. Und wir schauen mal. Vulcanion ist dahinter. Es geht hier natürlich auch für mich, um meine Sammlung zu vervollständigen bei Eevee Heroes oder bei Glänzendes Schicksal. Obwohl ich Glänzendes Schicksal, to be honest, Goppel Shiny haben wir hier am Start. Sehr stark. Stark, stark. Und dahinter war ein Jan Mega. Und auch wenn ich jetzt nicht so wirklich der größte Fan bin von Glänzendes Schicksal, weil irgendwie ist... Bei Verborgenes Schicksal bin ich irgendwie mehr hinter, sag ich mal, das Set zu vervollständigen, als bei diesem Set. Aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen weird. Könnt ihr mir da gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. So, wir schauen mal weiter. Wir haben einen Sepa, Tuska, Morpeko, Kameaps, Barmelin und Manaphy haben wir hier noch. Das rostige Schwert, Alter, ey. Wenn du an mein TCG-Konto möchtest, musst du an meinem rostigen Schwert vorbei. So, weiter geht's. Wir haben Evoli. Kleptifuchs, Morpeko, der rennt davon mit der guten Ware, sage ich euch. Mit der guten Ware. Mal schauen, was wir beim nächsten Mal öffnen werden. Wir haben ein Shinox Reverse und, oh, Centering ist hier beim Shinox, aber auch sehr, sehr weird. Und wir haben ein Celebi. Hey, was geht, Buddy? Was geht, Buddy? Hier, ich Tuch von Team Yell, das könnte auch Tuch von Team Celebi sein, gefühlt. Ey. Und dann wäre ich der Team-Member, Leader, Anführer. Alles. Zwei Packs Flaute. Es muss jetzt was kommen mal. Es muss jetzt mal, vielleicht mal, wir brauchen jetzt mal irgendwie etwas wieder. Evoli. Das Packlack ist von uns gegangen, aber eventuell kommt es wieder. Shinox. Oh, wir haben hier was. Knackleon. Riffex Full Art. Sehr cool. Guckt euch den Boy an. Was macht er mit seiner Zunge, Alter? Sabbert auf uns drauf, ey. Gift Heap Elektroaufstand und dahinter haben wir nochmal.
ein Servo V, Alter. Double Trouble hier gefühlt. Und ein Triple Trouble. Triple Trouble. Gibt's ein Triple Trouble? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hey, das sind zwei Hits und ein Urgel. Wer das Urgel nicht ehrt, der ja, sollte mal hier ein Däumchen da lassen, ne? Nächstes Pack. Snom Nom bereitet uns hier einen Besuch vor oder stattet uns einen Besuch ab. Wir haben einen Kutini, Kupfanti, Weberak, Gameabs, Gameabs und ein Pokusan. Mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Wir doublen auf Gameabs und kriegen ein Pokusan hier in Full Art. Sehr stark, ey. Seht ihr das Zeichen da? Was ist denn das? Hä? Habe ich noch nie gesehen, ey. Könnt ihr das sehen? Bei Pokusan im Artwork hier? Das Ding hat da so eine Waffel und hier oben so eine Art Jellybean oder sowas. Da sieht man die Waffel. Und da oben sieht man so ganz leicht die Jellybean da so. Krass, ey. Ich hoffe, das ist kein Printfehler oder sowas. Aber take ich, Alter. Eine weitere Full Art. Auch wenn die alle nicht so teuer sind. Aber die Box ist auf jeden Fall sehr am Gönnen, würde ich sagen. Aber ich kann euch schon mal sagen, es ist auf jeden Fall schon mal sehr ordentlich. Wir haben ein Bautz. Oh, und wir haben eine Amazing Review hier. Und das ist Kyogre. Sehr cool. Und ein Mortineva, ein Holo. Ja, das nehme ich doch gerne, Alter. Kyogre, Hüter der Meere. Und Mortineva, Hüter der Eissäulen. Und Urgel, Hüter der Herzen. Und natürlich überall Silvering, da brauchen wir nicht drüber reden. Also hier glänzt es überall durch. Da ist sogar so ein bisschen was ab schon vom Rand. Aber hey, das ist ein Common Error bei der Serie. Dementsprechend, ja, muss man mit sowas rechnen. Leider. Kameabs, Morbeko, Evoli, Humanoli, den Shiny, okay, Vulcanian. Nochmal ein Shiny hier, ey. Tschüss. Das ist sehr stark, ey. Sehr, sehr stark, ey. Den nehme ich auf jeden Fall. Guckt euch das an. So, letztes Pack. Schauen wir mal, ob wir hier noch was ziehen können. Ich glaube nicht. Wir haben genug Puls eigentlich gehabt. Was ist hier passiert? Seht ihr das? Gott, das ist voll beschädigt worden. Nicht so cool. Barmelin, Kleptifuchs, Knackleon, Tropius. Und Saruda haben wir hier im Pack. Also ich kenne die Preise jetzt nicht ultra auswendig von jeder Karte, aber ich glaube, wir sind auf jeden Fall bei über 150, 160, 170 Euro angelangt. Das heißt, wir können nächstes Mal wieder irgendwas Geiles öffnen. Eventuell was Ähnliches. Vielleicht wieder verborgenes Schicksal, weil das besser ist von dem Value her, was man rauszieht. Weil ihr habt gemerkt, yo, wir haben hier echt viele Puls gehabt, aber vom Wert her sind die halt nicht so krass. Ist gar kein Hate gegen das Set, aber die verborgenen Schicksalkarten sind halt einfach schöner und dementsprechend auch für Sammler attraktiver, würde ich an der Stelle sagen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Opening und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, lasst kein Däumchen da. Würde mich freuen. Und lasst ein Abo da und schreibt dir gerne in die Kommentare, was ich beim nächsten Mal öffnen soll. Viel Spaß, haut rein und ciao, ciao.